Heute koche ich, morgen backe ich. Übermorgen ziehe ich alle meine Freunde zu mir hin. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Hater kriegen Platzverweis. Auch diese Leute, die meinen, mein Herd ist dreckig, mein Backofen ist dreckig, ich habe einen hässlichen Mann und so weiter. Also, solche Leute kann ich gar nicht gebrauchen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Heute wollen wir gefüllte Paprikaschoten mit Tomatensauce und Reis machen. Und ich freue mich ganz sehr darauf, weil die Zutaten, also fast alle Zutaten, also das, sagen wir mal so, die Eier und das Fleisch, habe ich heute frisch vom Bauern geholt. Also frischer geht es nicht und deshalb schauen wir uns gleich mal die Zutaten an. Kommt mal mit. Wir haben hier 4 Paprikaschoten, 500 Gramm Schweingehacktes und 500 Gramm Rindsgehacktes. Das Rind erkennt man daran, dass es dunkler ist als das Schwein, weil das Schwein fettreicher ist. Dann haben wir hier Salz, Pfeffer, Paprika, ein bisschen Reis, Nudelsauce, Tomatenmark, Zwiebeln, bisschen Senf, bisschen Schweineschmalz und 2 legefrische Eier. Los geht's! So, wir haben jetzt hier unser Hackfleisch. Das rote ist das Rindfleisch, das etwas helle ist das Schweinefleisch. Beides ungefähr 500 Gramm. Ich habe mal gewogen, nachgewogen, das hier waren 520 und das waren 507 Gramm. Also ein bisschen mehr als ein Kilo, weil wir einen sehr großzügigen Bauern haben. Darin habe ich jetzt 2 der 3 Zwiebeln grob gewürfelt. Also nicht so fein wie sonst immer, sondern ein bisschen gröber gewürfelt. Dann mache ich hier ungefähr einen Teelöffel voll Salz rein. Genauso viel wie frisch gemahlenen Pfeffer. Also frisch gemahlen ist er nicht. Ich habe ihn letztens gemahlen, das habt ihr im Video gesehen. Hoffentlich muss ich jetzt nicht niesen. So, dann vom Paprikapulver. Da habe ich hier edelsüßen Paprika. Mache ich auch ein bisschen was rein. Für die Farbe mit. Dann Senf. Beim Senf dürfen ruhig großzügig sein. Ich nehme hier Bautzner-Senf, aber könnt jeden anderen mittelscharfen Senf nehmen oder auch scharfen Senf. Und da sind wir ruhig großzügig. Nehmt die Hand. Und nehmt so viel raus aus dem Becher. Also es ist ungefähr ein halber Becher, was ich jetzt hier ran mache. So. Schatz, wir müssen Senf kaufen. Muss ich ihm nachher sagen, wenn er zum Essen kommt. Und 2 Eier. Man kann, wenn man will, auch noch Semmelbrösel ranmachen. Aber das brauche ich heute nicht, weil wenn wir das in Paprikafüllung reinmachen, wird das durch das Kochen und Braten ja sowieso nachher feste Masse. Und da brauche ich das jetzt nicht extra festmachen. So, und jetzt tun wir alles schön miteinander verkneten. Ihr wisst es, ich mache das gerne mit der Hand. Man kann auch Handschuhe anziehen oder ich weiß nicht, ob man es mit einem Handrührgerät machen kann, wenn es einen ekelt. Ich bin da nicht so. Ich knete das einfach mit der Hand schön durch. Von oben nach unten und von unten nach oben. Wo wir gerade mal dabei sind, können wir gleich mal die Lösung vom letzten Rätsel auflösen. Ich hatte ja gefragt, was der Unterschied zwischen einem Auflauf und einem Croton ist. Tja, also vielleicht kann mich jemand verbessern, aber ich bin der Meinung, es gibt keinen. Das eine ist französisch, das andere Auflauf ist deutsch, aber es gibt für mich keinen nennenswerten Unterschied. Vielleicht gibt es irgendwo einen Koch unter euch, der sagt hier, das stimmt so nicht, liebe Cooking Queen, und da muss ich dich verbessern. Der kann das gerne in die Kommentare schreiben, kann es mir gerne persönlich schreiben, aber vielleicht habe ich auch recht und es gibt wirklich keinen Unterschied. Das nächste Rätsel, was ich heute aufgebe, kommen wir nachher dazu. Jetzt kneten wir an aller Ruhe erstmal das Hackfleisch. Das kann schön von oben nach unten gewalkt werden. Nicht zu lange, aber trotzdem, dass alle Zutaten schön miteinander vermischt sind. So, das Hackfleisch habe ich jetzt fertig geknetet. Das lassen wir jetzt so für 10 Minuten ruhen, dass die Gewürze und die Soße alles sich schön miteinander vermengen kann. Und während das ausruht,
nicht füllen, sondern schneiden wir erstmal die Paprika so, dass wir sie füllen können. Los geht's! So, jetzt kümmern wir uns um die Paprika schon. Gewaschen sind sie, abgetrocknet sind sie. Nun schneiden wir sie auf und füllen sie. Wir schneiden ganz vorsichtig den oberen Rand hier ab. So, dass wir wie eine Art Körbchen haben. So, das Gehäuse nehmen wir raus, das können wir wegtun. Den Deckel heben wir auf, den brauchen wir nachher nochmal. Und hier, wenn wir so einzelne Kerne haben, die können wir auch gut rauspopeln. Am besten mit den Händen geht man rein und popelt das ein bisschen raus. So, und dann haben wir hier ein schönes Paprikakörbchen. Und das machen wir jetzt mit allen vier Paprikas. Übrigens, ich sag's nochmal, vier Paprikas oder vier Portionen mache ich immer, weil ich koche für mich und meinen Mann, das sind zwei, und das für 2 Tage, also vier. Könnt ihr verstehen, ne? Ihr könnt es natürlich auch zu viert an einem Tag essen oder eine Person isst es an 4 Tagen nacheinander. Dann bietet sich's aber an, dass man 1 oder 2 Portionen vorher einfriert. So, hier sehen wir noch, haben wir noch Lauchzwiebeln, also nicht Lauchzwiebeln, sondern das ist von der Zwiebel oben das Grün. Das habe ich abgeschnitten, das nehme ich nachher zur Deko oben auf den Paprika, wenn wir die füllen. Zeige ich euch nachher. So, unsere Paprika haben wir ausgehöhlt und das Loch hier oben lassen wir offen, weil wenn die Paprika gefüllt ist, muss der Dampf ja irgendwo hin, wenn wir das nachher garen. Und würden wir hier oben alles versticht verschließen, könnte es passieren, dass die Paprika Luft, also Dampf aufbaut, Druck aufbaut und das Ding fliegt uns irgendwann um die Ohren. Und dann habt ihr eine schöne eingesaute Küche. Fragt mich, ich habe sowas in der Ausbildung schon erlebt. So, wir fangen jetzt an, die Paprika zu füllen und wir brauchen dazu wieder unsere Hand und die Hackmasse. Und dann stopfen wir das einfach schön hier in die Paprika hinein. Schön feststopfen, dass keine großen Luftlöcher entstehen oder keine Luftblasen entstehen. So. Dann lege ich hier oben von der Zwiebel, wo ich hier diesen Zwiebellauch habe, ein bisschen was oben drauf. Ist einerseits eine schöne Deko und zum anderen Geschmacksträger. Man könnte auch jetzt hier oben noch ein bisschen geriebenen Käse drauf machen oder ein bisschen ausgelassenen Speck mit reinmachen. Geht alles, was ihr wollt. So, und dann tut ihr den Deckel, in der Hoffnung, dass er nicht so zerbröckelt ist wie bei mir, tut ihr den Deckel hier oben wieder drauf. Ich glaube, ich muss das Ganze nochmal zurückmachen. Ich muss das noch ein bisschen mehr füllen, weil der Deckel wird mit der Hackmasse quasi festgeklebt, dass der nicht unbedingt von der Paprika runtergeht. Dazu nehme ich noch ein bisschen mehr Hackmasse jetzt. Ihr seht, ich bin auch nicht perfekt. Mir gelingt auch nicht alles von Anfang an. So, jetzt wird's was. Ah, jetzt habe ich die Zwiebel wieder vergessen. Ich will es ja auch schön haben, mein Essen, dass es ein bisschen frühlingshaft aussieht. So, aber jetzt Deckel 1, Deckel 2 und Deckel 3. Das Ganze drückt man schön fest und dann hält es auch. Dann stellen wir das kurz beiseite, wenn es nicht stehen will. Ja. Ich lehne es hier mal vorsichtig an. Bleibst du bitte stehen? So. Und dann machen wir mit den anderen Paprikas weiter. Wieder ein bisschen Hackmasse nehmen. Hier rein. Und schön in die Löcher mitstopfen, dass keine großen Luftblasen entstehen. So, und wie gesagt, ein bisschen mehr haben wir ja gerade festgestellt. Ein bisschen mehr muss oben drauf, dass es sich wie eine kleine Kugel füllt. So eine Halbkugel. Dass der Deckel gut hält.
unsere Zwiebelchen mit hier oben drauf. Deckel zu. Der Deckel hält gut. Stellen wir beiseite und füllen die nächsten. So, in den Topf, der ist jetzt schon heiß, der Topf, mache ich hier ein bisschen Schweineschmalz rein und zerlasse das. Fragt mich jetzt nicht, wie viel das war. Ich glaube so 20, 25 Gramm vielleicht. Könnten aber auch ein bisschen mehr sein. Drehe die Hitze ein bisschen runter, sonst haben wir hier gleich ein Rauchmelderproblem. Ihr seht, es wird ganz schnell heiß und auch flüssig. Was so knistert, ist das Wasser. Wir brauchen also heute unseren Holztest nicht machen. Und legen die erste Paprikaschote schön auf die Seite, legen wir die hinein. Jetzt ist der Deckel doch abgegangen. Aber naja. Wir braten das von allen Seiten schön knusprig an. Ich hoffe, ihr seht was wegen dem Nebel und hört mich noch. Dreht das mal so richtig. So, schön von allen Seiten anbraten. Und dann nehmen wir das Ganze kurz raus, dass die anderen auch noch braten können. Vorsicht, könnte gleich wieder brennen. Ah, hat sich ein bisschen beruhigt. So, wenn wir alle Paprika von allen Seiten schön angebraten haben, versuchen wir alle wieder gleichzeitig diesmal in den Topf zu packen. Die Herdplatte habe ich ausgemacht. Ja, hier will nicht, die will nicht so, wie ich das will, die Paprika. Aber sie muss. So. Die grünen gehen erstaunlich besser als die bunten, stelle ich fest. Das war schon beim Anbraten so. Da waren die grünen viel besser im Anbraten als die bunten. Ihr könnt mir ja mal eure Erfahrungen schreiben, wie ihr das habt. Ob bei euch die roten und gelben, orangenen auch besser liefen als die grünen. Steht mich mal interessieren. Oder ob die das nur bei mir so ist hier, dass die so sich so appetatschig haben. So, wenn wir alles wieder schön im Topf haben, nehmen wir das erstmal von der Herdplatte runter, sonst gibt es hier noch angebranntes. Machen wir eine Alufolie drüber, über den Topf, also nicht einen Topfdeckel nehmen, sondern Alufolie. Und in die Alufolie nehmen wir eine Gabel und spieksen ein paar Luftlöcher rein. Nicht viele, aber ein paar. So, Luftlöcher sind drin. Und dann stellen wir das in den vorgeheizten Ofen bei gut 180 Grad für eine halbe bis dreiviertel Stunde in den Ofen. Also ich würde mal sagen eine halbe Stunde und nach einer halben Stunde gucken wir mal, wie es ausschaut. Und dann können wir ja nochmal weitermachen. So, ab in den Ofen mit dir und tschüss. So, während unsere Paprikas noch im Ofen sind, kümmern wir uns noch um die Beilage. Ich hatte ja gesagt, ich möchte Reis machen. Und wie ihr wisst, ich mache den Reis ein bisschen anders. Ich koche den nicht unbedingt, sondern ich mache den ein bisschen anders. Ich brate den erst vorher. Hab dazu hier schon Sonnenblumenöl im Topf und gucke mal, ob es heiß genug ist. Seht ihr die Bläschen, die aufsteigen? Das zeigt mir, dass das Öl heiß genug ist für meinen Reis. Dann mache ich den Reis in das heiße Öl rein. Für zwei Personen habe ich ungefähr so ein halb volles Glas genommen. Also so ein Latte Macchiato Glas, halb voll. Und jetzt brate ich den Reis an. Ihr hört das, der knistert. Und man sieht es auch, die Farbe ändert sich von so durchsichtig. Der Reis wird weiß. Seht ihr die weißen Körnchen?
Wenn die weißen Körnchen entstehen, wandelt sich die Stärke im Reis um. Dadurch wird der Reis bekömmlicher. Ich habe mir auch sagen lassen, dass das im Iran oder so in den Nahostländern wird der Reis an vielen Orten so zubereitet. Wurde mir in den Beiträgen gesagt. Dann mache ich ein bisschen Reis, bisschen Salz rein in den Reis. Dadurch fängt es noch mehr an mit Knistern. Und wenn der Reis komplett weiß ist, also die Farbe sich komplett geändert hat, gebe ich die gleiche Menge, wie ich Reis hatte, Wasser hinzu. Auch ungefähr ein halbes Latte Macchiato Glas. So. Das Wasser blubbert. Das heißt, ich stelle jetzt den Herd auf kleinste Stufe, auf 1. Mach den Deckel drauf. Und lass das Ganze für 15 bis 20 Minuten ruhen. So. Unser Reis ist jetzt fertig. Den stellen wir noch ein bisschen an die Seite und lassen den noch ein bisschen durchziehen. Und dann holen wir unsere Paprika aus dem Ofen und machen noch eine schöne Soße dazu. So sehen die jetzt aus. Und wir holen sie jetzt mal raus. Ofen zu, Ofen aus, jetzt piept der Herd, der mag das nämlich nicht, wenn ich einen Topf drauf stelle. Und dann nehme ich die Paprika erstmal aus dem Topf wieder raus, weil ich will ja da drin in dem Topf noch die Soße machen. Nummer 1. Nummer 2, Nummer 3 und die rote, die hat sich hingelegt, die ist ein bisschen verunglückt, aber das macht nichts. Tut dem Geschmack keinen Abbruch. So, legen wir hin. So. Das, was hier an Fleisch drin ist, können wir drinnen lassen. Das gibt der Soße ein bisschen Geschmack. Die Paprika nehmen wir raus. Die Paprikastückchen. Das ist der Deckel oben gewesen. Na komm schon. So. Und dann machen wir die Soße. So. In die Soße rein. Also ich stelle die Herdplatte erstmal an. Mach die an, so auf mittlere Hitze. Also ich mache sie jetzt bei 6, wenn es denn geht. Jawohl. Und dann kann man alles Mögliche, was man an Tomate hat, passierte Tomaten oder stückige Tomaten. Ich habe jetzt hier Tomatenmark und den Rest Nudelsoße. Das kann man alles mit reingeben und das Ganze schön ein bisschen aufkochen. Oder nicht aufkochen. Aufkochen ist der falsche Begriff. Ich würde es mal sagen, eher erwärmen. Aufkochen wäre ja, wenn es blubbert. Soweit müssen wir es nicht machen. So, den Rest Tomatenmark verarbeitet. Dann habe ich hier ein bisschen Nudelsoße. Tomatensoße. Die mache ich mit ran. Und tue das Ganze schön erwärmen. Wo wir gerade mal beim Erwärmen sind, fällt mir ein, wir haben ja immer noch kein Rätsel für heute. Mache ich mal ein einfaches Rätsel, vielleicht können das einige von euch lösen. Ich denke mal, das sollten alle lösen können. Warum oder wie kommt das zustande, dass es farbige Paprika gibt? Ich meine, wir haben ja hier gesehen, können uns das nochmal angucken. Wir haben gelbe Paprika, wir haben rote Paprika, wir haben grüne Paprika. Es gibt auch lilane oder orangefarbene Paprika. Wie kommen die unterschiedlichen Farben zustande? Erklärt es mir, schreibt es mir in die Kommentare und im nächsten Video löse ich das Ganze auf. So, hier in die Soße habe ich jetzt wie gesagt das Tomatenmark reingemacht und die restliche Tomatensoße. Und jetzt stelle ich die Hitze ganz hoch und werde es doch nochmal aufkochen, dass sich das alles schön miteinander vermischt. Man kann auch ein bisschen Wasser zufügen, wenn es ein bisschen zu dünn ist.
zu dick, nicht zu dünn. Wasser zufügen, wenn es zu dick ist. Entschuldigung. So. Und wenn das Ganze dann sich erwärmt hat, also wenn das richtig schön heiß ist, dann können wir das Ganze schön servieren. Also auf die Teller anrichten. So, als erstes tun wir ein bisschen Reis auf den Teller. So. Mein Mann kriegt gleich mal 2 Löffel Reis. Der kann es vertragen. So. Dann für jeden eine Paprika. Ich nehme die kleine. Und Schatz kriegt die große. Und dann geben wir noch ein bisschen Soße dazu. Bei meinem Mann nicht so viel Soße, das weiß ich, der mag das nicht so viel. Aber ich bin ein richtiger Soßenfreak. Also bei mir kann es ruhig ein bisschen mehr sein. Schatz, Essen ist fertig!